Bevor es mit dem Video losgeht, gibt es hier eine kleine Info für euch. Solide und ich werden am kommenden Mittwoch, den 3. Oktober, das ist ein Feiertag, der Tag der Deutschen Einheit, auf den Herbst- und Reitermarkt nach Burg Satzfey kommen. Das ist in der Eifel bei Mechernich und ich würde mich natürlich freuen, viele von euch dort begrüßen zu dürfen. Wir haben zwei Auftritte, einmal um 11.30 Uhr und einmal um 16 Uhr und nach den Auftritten stehen wir selbstverständlich noch für Fotos und Autogramme zur Verfügung. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin gerade mit dem Brego ausreiten, weil das Wetter nämlich noch so wunderschön ist für Ende September. Ich bin richtig happy. Ich mag die Temperatur. Und ich habe unter dem letzten Video ganz viele Kommentare gefunden, wo drin stand, warum meine beiden Reitpferde, also Solide und Brego, in verschiedenen Stellen stehen. Und ich dachte halt, ich hätte es auch schon mal erklärt, aber wahrscheinlich nur auf Instagram und nicht so ausführlich. Und deswegen wollte ich heute mal ein Video darüber machen, warum das so ist und in was für Stellen ich auch bisher schon so war oder ja, was ich da für Erfahrungswerte habe. Und ja, ihr könnt dann gerne unter jedem Kommentar, den ihr so seht, wo das jemand fragt, könnt ihr gerne dieses Video verlinken, wenn ihr wollt, weil dann muss ich es nicht immer so erklären. Ja, also fangen wir mal in Kurzform damit an. Als ich Solido gekauft habe, das war 2006, da war ich 18 bzw. bin gerade 19 geworden, bin noch zur Schule gegangen und habe den Solido dann zunächst erstmal in den Stall gestellt, wo ich auch seit 5 Jahren geritten bin, also wo ich im Schulbetrieb war und wo ich 2 Reitbeteiligungen hatte. Und das habe ich aus dem Grund gemacht, weil ich da halt alles kannte, weil ich die Leute kannte und wusste, dass wenn ich Probleme habe, ich mich an jemanden wenden kann. Hatte vorher eine Reibtang an einem Isländer, der ist aber wegen Hufrehe vorzeitig in Rente gegangen, in die Eifel. Und dann dachte ich mir, okay, ich bin ja 18, ich mache jetzt mal den Angriff auf ein eigenes Pferd. Und dann habe ich den Solido gekauft, das war im Herbst, also im Oktober. Und in dem Stall wollte ich eigentlich nicht gerne bleiben, weil da halt auch Schulbetrieb war. Klar, ich war auch selber im Schulbetrieb. Und es hat halt am Tag 2 bis 3 Stunden nachmittags die Halle blockiert. Dann durfte man da nicht rein. Im Sommer war das nicht so schlimm, weil es da auch einen Reitplatz gab. Aber im Winter war das dann so ein bisschen mühsam, wenn man eben nachmittags nicht in die Halle konnte, dann auf abends warten musste. Und ich wollte halt gerne reiten, wann ich halt möchte. Aber die ersten 4 Monate bin ich mit Solido da geblieben, habe ihn dann auch kennengelernt und fühlte mich dann bereit, im Februar 2017 mit ihm, also mit dem neuen Pferd quasi, auch in einen fremden Stall zu gehen. Das wollte ich halt nicht von Anfang an, weil man dann ja total aufgeschmissen ist. Ein Pferd, was man nicht kennt, Leute, die man nicht kennt, Stall, den man nicht kennt, das war mir irgendwie zu viel. Also bin ich dann 4 Monate im alten Stall geblieben und dann schließlich eben Februar 2017 in einen anderen Stall. Das war dann ein Privatstall, das war für mich was ganz Besonderes, weil wenn ich immer nur Schulbetrieb geritten bin, war das dann auf einmal so total krass, dass da nur Leute mit eigenen Pferden waren und so. Und da bin ich dann im Endeffekt 4 Jahre lang geblieben, 2011, war soweit auch ganz zufrieden. Allerdings hat der Solido dort immer in einer Box in der Scheune gestanden. Die bestand aus Metallpanels, also es war wie so eine Notbox, aber er hatte die halt immer und die war auch völlig in Ordnung. Nur da war eben kein Paddock dran oder so. Im Sommer sind die Pferde auf der Weide gewesen, da war es nicht so schlimm, aber im Winter, die hatten halt gar keine Paddocks. Also im Winter war der quasi 24 Stunden in dieser Box, es war halt früher normal. Ich habe das auch am Anfang nicht so richtig in Frage gestellt. Ich bin dann im Winter 2-mal am Tag gekommen, um mit ihm was zu machen, damit er eben nicht so lange in der Box steht. Und ja, aber irgendwann hat mich dann natürlich so der Wunsch erreicht, dass der auch mal komplett irgendwie draußen stehen kann. Also wenigstens mit einer Paddockbox, dass er immer raus und rein kann. Und habe mich dann im Sommer 2011 dazu entschieden, den Stall zu wechseln nach 4 Jahren. In den Stall, in dem er jetzt auch letztendlich steht, in dem bin ich gegangen. Da hat er dann auch direkt eine Paddockbox bekommen und da waren auch noch Paddocks, wo man die zusätzlich noch draufstellen kann. Wir haben da eine Reithalle, wir haben einen Roundpen, einen Außenplatz und wir haben auch noch einen anderen Außenplatz, wo man drauf longieren kann und laufen lassen. Ja, da ist er bis heute. Ich war 2 Jahre noch in einem anderen Stall zwischendurch. Das war von 2014 bis 2016. 2 Jahre, da kennt ihr vielleicht das eine Video. Ein FMA, einen Tag im Stall mit Solido, wo ich Miste und Heunetze stopfe und ihn reite und so. Da steht er in einem Offenstall zusammen mit einem Haflinger. Ich hatte nämlich zwischenzeitlich mal überlegt, dass ich es halt cool fände, wenn er eben nicht nur in der Paddockbox stünde, sondern in einem richtigen Offenstall mit noch einem anderen Pferd. 24 Stunden,
weil Pferde ja auch eigentlich so viel wie möglich Sozialkontakt haben sollen. Und die Weide war halt auch direkt dran an diesem Offenstall. Das fand ich halt total cool, weil man das im Winter dann halt 24 Stunden offen lassen konnte. Und die Pferde konnten halt immer auf die Weide und aber auch entscheiden, ob sie halt reingehen möchten und sich unterstellen möchten, wenn es regnet. Oder es war halt dann eine Riesenfläche und das fand ich total toll. Allerdings bringt sowas auch gewisse Nachteile. Zum Beispiel war der Haflinger, mit dem er zusammenstand, recht dominant. Und wenn die dann beide Heunetze hatten, der Haffi war fertig, dann hat er den Solido von seinem Heu weggetrieben. Das heißt, er konnte dann auch nicht die ganze Portion essen. Dann mussten wir die beiden abtrennen nachts. Also dann haben wir sie halt doch wieder getrennt. Und es war dann doch nicht alles so, wie ich es mir halt vorgestellt habe. Das war aber nicht der einzige Grund, warum ich da letztendlich wieder zurück in den alten Stall gegangen bin. Sondern man musste halt dort auch alles selbst machen. Also Misten füttern im Sinne von Heunetze stopfen, Kraftfutter machen, abends dann da sein, um zu füttern, die Pferde rein und raus bringen. Und irgendwie war es dann im Endeffekt so, dass ich irgendwann nur noch zur Stallarbeit gekommen bin, das alles gemacht habe und danach gar keinen Bock mehr hatte zu reiten. Und das hat mich halt schon sehr genervt. Ja, und noch dazu, dass eben dieser Offenstall-Gedanke da dann gar nicht so super war, weil dann auch der Haflinger weniger essen durfte als Solido und dann war Solido irgendwie dann nur den halben Tag auf der Wiese, damit der Haflinger nicht zu dick wird und das war irgendwie alles nicht so, wie ich es halt mir halt vorgestellt habe. Ich war aber trotzdem immer noch dort, wie gesagt, 2 Jahre lang habe ich das gemacht, weil ich halt fand, dass es für Solido eigentlich da ganz schön ist und dann hat es aber im Endeffekt da mit der Stallbesitzerin geknallt und die hat mich dann rausgeschmissen und also das ist dann noch eine Story, die geht bis heute jetzt, das ist jetzt auch schon 2 Jahre her, geht das immer noch irgendwo rund mit ganz vielen verdrehten Tatsachen und Lügen, die da über mich erzählt werden. Ich habe mal überlegt, ob ich das mal thematisieren soll in einem Video, was da eigentlich gewesen ist und was da wahrheitsgemäß gewesen ist und nicht, was da alle irgendwie erzählen. Und dann habe ich mir wieder gedacht, irgendwie ist es den Aufwand wert, das jetzt nochmal aufzuwärmen nach 2 Jahren, ist ja eigentlich auch scheißegal. Ich weiß halt, dass ich da zu 100% im Recht gewesen bin und dass man mit mir unfair umgegangen ist und nicht andersrum, aber gut, so viel dazu. Also der letztendliche Grund war, dass ich da rausgeflogen bin, ist noch kein Geheimnis. Ja, aber ich hatte mir schon länger auch überlegt, ob ich das weiterhin so machen möchte oder nicht, weil es eben doch nicht so war, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, und seit 2016 bin ich letztendlich wieder zurück in dem Stall, wo ich halt 2011 schon hingegangen bin. Mit Unterbrechung sind wir da also jetzt 7 Jahre. In der Summe 5 Jahre. Und ich bin da auch total zufrieden. Und dem Solido geht's gut. Und er hat seine große Paddockbox und kann da auf die Weide. Und ich habe da alles, was ich brauche. So. Und bei Solido ist es ja schon so, dass ich den vorwiegend eigentlich auf Turnier reite. Klar mache ich auch andere Sachen und Messen und Shows. Und ich mache mit dem auch normale Sachen. Aber es ist halt schön, wenn ich eine Reithalle habe für den Winter. Wenn ich die Möglichkeiten habe, dort eben zu reiten auf dem Reitplatz, in der Halle. Wir haben da noch eine Führanlage, die nutze ich aber gar nicht. Wir haben da einen Roundpen, wenn ich ihn longieren möchte. Wir haben halt noch den anderen Platz für Freiarbeit oder sowas, was man halt so machen möchte. Und das passt eben einfach alles und dem geht es da auch super gut. Und jetzt ist eben die Frage, die von euch auch gestellt wurde. Ich muss mal gerade mein Pferd irgendwie lenken. So. Die Frage war ja von euch, warum dann nicht halt auch Brego dasteht. Also als ich Brego geholt habe, habe ich ihn erstmal in den anderen Stall gestellt, wo ich ja auch schon Martino stehen hatte. Tino habe ich deswegen nicht zu Solido gestellt. Ich hatte gefragt, als ich Tino für die Körung vorbereitet habe, habe ich gefragt, ob ich den zu Solido stellen kann. Aber ich wollte natürlich, dass er eine Paddockbox kriegt. Und da ist es halt nicht möglich, dass man einen Hengst in die Paddockboxen stellt, die auch nachts halt offen sind, aus versicherungstechnischen Gründen. Und deswegen musste ich Tino woanders unterbringen und habe ihn dann quasi in dem Stall untergebracht, wo jetzt auch Brego steht. Das hat super funktioniert. Er hatte auch seinen kleinen Offenstall da und es war alles total schön. Und als ich halt mich spontan dazu entschieden habe, Brego zu kaufen, das war ja wirklich so eine Aktion innerhalb von einer Woche, habe ich halt gedacht, ach, das passt eigentlich gut, warum stelle ich ihn nicht da ein? Ich frage jetzt einfach mal, ob sie was frei haben und hatten sie dann auch. Und deswegen habe ich Brego dahin gebracht. Der Stall, wo er jetzt steht, ist halt auch super von der Haltung. Also die haben ja auch diese kleinen Offenställe, habt ihr schon in den Videos gesehen. Jetzt wurde in diesem Jahr noch ein Reitplatz gebaut. Es gab nämlich vorher nur diesen kleinen Platz, wo ich auch immer die Sissy longiert habe und wo ich mit der gearbeitet habe. Dieser kleine Platz, den gab es schon immer. Und seit diesem Jahr ist halt noch ein 20-40 Außenplatz zum Reiten dazugekommen, was halt noch besser ist. Der Stall hat halt keine Halle. Und was aber nicht so schlimm ist, es gibt eine Halle in unmittelbarer Nähe an einem anderen Stall, wo ich mit Brego hin kann. Das habe ich auch im Winter gemacht.
Die Halle ist halt sehr klein, also so eine 15-30 Halle. Bei Soli zum Beispiel habe ich eine 20-60 Halle. Aber da ich Brego jetzt nicht hier irgendwie obermäßig Dressur reite oder so, sondern wenn ich froh bin, dass der einfach geradeaus läuft, brauche ich auch nicht so eine Riesenhalle. Der Stall von Solido ist natürlich auch teurer als der, wo Brego steht. Und da das da alles so super funktioniert mit Brego und im Moment ist auch Flip da und der Mustang war ja auch an dem Stall, da hatte ich auch erst gefragt, ob ich den Mustang bei Solido unterstellen kann. Wollten sie aber auch nicht so gerne. Man muss sich das auch vorstellen, also der Stall, wo Brego steht, ist halt auch mehr so ein Freizeitstall, also auch mit Freizeitreitern, die zum Beispiel auch keine Halle brauchen und so. Und der Stall, wo Solido steht, ist halt mehr so ein, ja, ich sag jetzt mal nicht Turnierstall, weil da sind nicht nur Turnierreiter, aber so ein, von den Ansprüchen so ein anderer Stall, so ein Dressurstall vielleicht. Und da ist es eben so ein bisschen anders einfach. Also nicht schlechter, ich bin da total gerne. Und wie gesagt, mit Solido seit jetzt mit Unterbrechung 7 Jahren und ich bin da auch total zufrieden. Aber die Pferde haben halt irgendwie unterschiedliche Bedürfnisse und deswegen muss ich die nicht zusammen im Stall stehen haben. Die Ställe sind nicht so weit auseinander. Ihr habt ja auch schon mal bemerkt oder im Video gesehen, wenn ich mit Solido zu Brego geritten bin. Das funktioniert. Das ist zwar jetzt nicht um die Ecke, aber kann man halt hinreiten. Und mit dem Auto ist man auch relativ fix zwischen diesen beiden Ställen hin und her. Ja, und dann passt es halt irgendwie einfach. Und deswegen lasse ich das jetzt auch so. Und wenn jetzt Tino wiederkommt, dann kommt er auch wieder zu Brego in den Stall. Aber trotzdem würde ich Solido nicht mit darüber nehmen. Auch wenn ich meine Pferde super gerne zusammen hätte. Ich lese immer die Kommentare und da steht immer, wäre es nicht einfacher, wenn deine Pferde zusammenstehen würden? Und ich denke mir so, ja, natürlich wäre das einfacher, aber ich mache das ja nicht aus Spaß. Also ich habe ja jetzt nicht irgendwie aus Spaß die Pferde in verschiedenen Stellen. Das hat halt alles seinen Grund. Und finde ich halt dann diese Anmerkung immer so recht witzig, so wie als wäre mir das noch nie aufgefallen, dass es ja einfacher wäre, die Pferde zusammenstehen zu haben. Naja, genau, das ist auf jeden Fall die Erklärung, um es halt in Kurzform zu sagen, verschiedene Pferde, verschiedene Bedürfnisse, beim einen habe ich gerne große Halle, beim anderen brauche ich keine und ja, ich denke, damit ist auch alles gesagt, jetzt wird auch mein Arm total lahm, so kann man mich glaube ich nicht gut sehen, so. Und wir kommen jetzt auch an das Waldstück der Brego und ich. Da ist er. Deswegen können wir jetzt auch mal anfangen zu traben. Und ich hoffe, ihr habt eure Erklärung bekommen. Euch hat das Video gefallen. Und wenn ihr nochmal irgendeine ausführliche Frage habt oder so, die ich in einem Video beantworten soll, dann stellt sie mir gerne in den Kommentaren. Und ich bemühe mich dann, das in Videoform zu beantworten. So, jetzt sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal und macht's gut. You're calling, I'm falling. Don't know what it is you do to me, yeah. Where you go, I follow. Let's go out and dance the night away. Going like 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Dance the night away. I am ready for that heartbreak. That's usually how it goes. I have done a billion mistakes before. Maybe I am going crazy. Say you feel the same now that we're dancing. I'm taking my chances. I'm going like 1, 2, 3, 4. Looking at you when you're on the floor. 5, 6, 7, 8. Ready for that heartbreak. I'm going like 1, 2, 3, 4. Four, 5, 6, 7, 8. Ready for that heartbreak? I missed ya. Give me the kiss now. I just wanna hold you close to me. I really like ya. Do you like me? Don't you wanna see what this could be? I am ready for that heartbreak. That's usually how it goes. I have done a billion mistakes before. Ready for that heartbreak? I'm going like 1, 2, 3, 4. Looking at you while you're on the floor. 5, 6, 7, 8. Ready for that heartbreak? Yeah, yeah.
where you go, I follow. Let's go out and dance the night away. I am ready for that heartbreak, that's usually how it goes. I have done a billion mistakes before. Maybe I am going crazy. Say you feel the same now that we're dancing, taking my chances. I'm going like 1, 2, 3, and 4. Looking at you when you're on the floor. 5, 6, 7, 8. Ready for that heartbreak? I'm going like 1, 2, 3, 4. Looking at you when you're on the floor. 5, 6, 7, 8. Ready for that heartbreak? I am ready for that heartbreak. That's usually how it goes. I have done a billion mistakes before. Maybe I am going crazy. Say you feel the same now that we're dancing, taking my chances. I'm going like 1, 2, 3, and 4. Looking at you when you're on the floor. 5, 6, 7, 8. Ready for that heartbreak? I'm going like 1, 2, 3, 4. Looking at you when you're on the floor. 5, 6, 7, 8. Ready for that heartbreak?